he builds electric sports cars, leaves expensive classic cars to rot in the forest, and drives a steel dragon car. Michael Fröhlich is a classic car dealer, car designer, bon vivant, and collector with a passion for extraordinary vehicles. Das sieht aus wie ein Auto, könnte ein Auto sein, ist aber eigentlich kein Auto, also nicht im herkömmlichen Sinne, ist ein Kunstwerk. This car could also be called a work of art. The Elektros is one of the world's fastest electric race cars and was designed by Fröhlich. Und wenn ich jetzt Vollgas gebe, ist das wie ein Tritt in den Hintern. Also mit anderen Worten, wir haben jetzt 150 drauf. Der beschleunigt in 2,4 Sekunden bis 100, das sind astronomische Werte. His fantastic vehicles can be found in his classic car agency in Mettmann near Düsseldorf. This is where his classic cars are collected, restored and sold. Ach, macht immer wieder Spaß, meine Schäfchen anzugucken. Jaguar XK 140, Cobras, Mustang, Fastback, mein Gott. Eine Stingray, alles mein Geschmack. Hier fühlt sich der Fröhlich wohl, das ist artgerechte Haltung. Also manchmal fühle ich mich wie so ein wie der Noah aus der Bibel, eine Arche Noah. Das heißt, ich möchte von allen Autos irgendwie ein geiles Exemplar haben, um so die ganze Bandbreite rüberzubringen, was es für tolle Autos gegeben hat. In Sicily, he tracked down this hearse that a mafia boss had made for his funeral. He got a dragon car from two Ukrainian artists who built it from an old Lada. And the Peel, the smallest car in the world with serial production, also found a home with him. Michael Fröhlich built this vehicle himself. It demonstrates what a classic car from the 1950s should look like, according to his taste. Ich empfinde mich als Gesamtkunstwerk, der so viel kann und auch viel macht und viel bewegt. Fröhlich's first professional success had nothing to do with cars. He made his fortune in the 1980s as a fashion designer, an experience that helped him design his electric race car about a decade ago. Als Modedesigner habe ich mich hingesetzt, wie damals, als ich für die entsprechenden Modenschauen und Messen meine Kollektion gemacht habe. Das heißt also, ich habe erstmal gezeichnet. Der Wagen ist ja schnell, der Elektros. Der sollte also auch dann eher böse, grimmig aussehen, wie so ein Walfisch oder Hai. In 2000, Fröhlich caused a stir with his car cemetery. Located in woodland on his private estate near Düsseldorf, Fröhlich displayed 50 classic cars. It was an extravagant 50th birthday gift to himself. All models are from 1950, the year he was born. Now they're rusting away. Wenn diese Autos schick restauriert, fahrbereit wären, wären die furchtbar teuer. Der Rolls-Royce ist vom Buckingham Palace, von der Königin, als Staatswagen benutzt worden damals. Aber so schicke Autos in schicken Museen gibt es ja überall. Aber mal so zu sehen, wie die sich entwickeln, wenn der Mensch jetzt nichts mehr damit macht. Ja, und dann hat die Natur damit begonnen, ein natürliches Kunstwerk zu erschaffen. It's an unusual art installation with a clear message. Alles ist vergänglich. Und Autos auch, wenn sie noch so tolle Rennwagen waren. The Cobra is a legendary British classic car from the 1960s. Michael Fröhlich manufactures a small line of this car, equipped with modern technology. He uses cars to turn traditions upside down. He believes conventions are meant to be broken. Fortbewegung, Veränderung. Das ist der Stoff, aus dem eigentlich alles ist. Ich will etwas bewegen, ich will mich selber bewegen. Und ich möchte auch die automobile ja, Kultur bewegen, dass ich ein Schärflein dazu beitrage, dass ich etwas schaffe, was es vorher nicht gegeben hat. Michael Fröhlichs crazy ideas keep adding a spark to the world of automobiles.